Hey Freunde, was geht? Euer Husni Arschraf am Start. Und diesmal mit meinem Brudi Timo mit dabei. Brudi, was geht? Alles klar? Ja, bei dir. Auch super. Leute, voll viele wünschen sich von euch, dass wir mal heute mal was ganz anderes sehen. Kein Tutorial, keine Pranks, keine Challenges. So, deswegen zeige ich heute euch, wie man am besten eine Shisha geeignet ist für das Autofahren, wenn ihr irgendwo hinfährt. 2-3 Stunden, 200 Kilometer, 100 Kilometer. Wie es am besten geeignet ist, Shisha zu rauchen während des Autofahrts. Okay Leute, ich würde sagen, hier kommt jetzt mit, Timo fährt, Janabi nimmt auf und ich erkläre euch. Heidi, yalla! So ihr Lieben, wir sind jetzt im Auto. Am besten ist, ihr müsst auf jeden Fall eine lange Shisha haben. Das muss dann so aussehen, auf jeden Fall lang. Ne? Einen schönen Alufolie aufbauen, das sieht dann so aus. So eine Alufolie braucht ihr auf jeden Fall, so muss das aussehen. Ne? Hängt davon ab, manchmal, je nachdem wie die Shisha gebaut ist, je nachdem wie der Teller und der Kopf ist, dann kommt das dann hier rein. Meinung, okay, Kohle brennt dann halt ein bisschen schneller, aber dafür lohnt sich das. Ist auch sicherer, Freunde. Ne? Das kommt dann hier runter, seht ihr das? So, Kaminaufsatz ist drin. So Can, zeigst du das einmal kurz hier von oben, wie, dass die den Kopf sehen? So muss das aussehen. Alufolie ist ja nicht schlimm, wenn das hier irgendwo gegen Kohle kommt und so. Passiert ja nichts, ne? Und die Folie muss auf jeden Fall fest sein. Teller muss auf jeden Fall groß sein. Also ihr müsst auf jeden Fall einen großen Teller haben. Das Wichtigste. Das ist das Wichtigste beim Autofahren. Kann ja sein, dass er ausrutscht oder zu schnell gebremst hat. Dann fällt ja der Kopf sofort runter oder die Kohle. Dann landet das hier auf der Zange. Mit 90% Wahrscheinlichkeit landet es hier. Nicht auf uns oder Sitze. Wir wollen ja nicht das Auto demolieren, ne? So, dann haben wir drei ganz normale Kohle. Eine große Zange am besten. Das kommt hier her. Shisha, schön Platz machen. So, ja, das passt eigentlich auch während des Autofahrt. Ja, Can, ich würde sagen, steig an. Wir fahren eine kleine Runde. Das Video soll ja auch nicht lang sein, Freunde. Timo, bist du ready? Ich rauche jetzt die Pfeife an. Yalla. Während des Autofahrts, wenn ihr mit einer Geschwindigkeit von über 80 km/h unterwegs seid, dann am besten die Fenster zumachen. Ne? Wenn ihr irgendwie in der Gelegenheit kommt, anzuhalten, macht ihr einmal auf. Der ganze Rauch geht dann komplett raus. Also beim Autofahrt, soweit ich weiß, Shisha rauchen ist eigentlich nicht verboten. Ich kenne mich jetzt nicht perfekt mit den Gesetzen aus. Timo, weißt du irgendwas darüber? Nee, Bruder, leider nicht. Auch nicht, ne? Also, keine Ahnung, 50-50, lässt euch einfach nicht erwischen. Fahrt einfach mit Shisha rauchen, die es gut ist. Passiert schon nichts. Ich will es euch nur erklären. Auf jeden Fall, wenn ihr dann halt zum Beispiel jetzt mit 40 km/h oder 50 km/h irgendwo ganz normal fährt, dann könnt ihr auch Fenster auflassen und so, ne? Ja, auch hinten Fenster auf, wie ihr wollt. Aber bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h immer Fenster zu sein oder 80 km/h, weil und dann bildet sich Asche. Und bei einer Schnellgeschwindigkeit von 80 km/h, dann ist das ja, ist der Fenster ja auf. Dann geht die Kohle einfach rauchen mit Asche und so. Bruder, willst du einmal ziehen? So, die Shisha ist jetzt auch angeraucht. Ich würde sagen, wir fahren jetzt eine Runde. Im Hintergrund kommt Musik. So, während des Autofahrts, wie ihr seht, sind wir mit einer Geschwindigkeit von 50 km/h unterwegs. Ab und zu mal einer hier fest die Rauchsäule halt. Einfach so halt, wenn ihr das stabilisiert habt mit irgendetwas, könnt ihr auch, keine Ahnung, mit euren Füßen oder so. Ich mach's einfach mit der Hand jetzt hier die Rauchsäule halt und dann ganz normal weiterfahren. Passiert nichts und wir können rauchen. Leute, Shisha rauchen während des Autofahrts. Wie genial ist das denn? Ziehen könnt, kann er auch nebenbei. Und Bruder, wie schmeckt der Kopf? Fantastisch. Ehrlich? Zitronengeschmack, ne? Hammer. Ist von Golden Pipe? Ja, von Signet, denn die neue Marke. Bombay Tonic oder wie das heißt, keine Ahnung. Citrus Tonic, Citrus Bombay Tonic oder so. Gibt's von Signet, die Marke. Nee, Marke von Golden Pipe. Ja. Schmeckt, Rudi? Ja, Leute, während des Autofahrts Shisha rauchen ist auf jeden Fall präzise, genial. So, Freunde, das war's jetzt mit der Shisha während des Autofahrts. Ich würde sagen, wir kommen jetzt langsam zum Ende. Freunde, das war's mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Mal was anderes. Hinterlasst einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, und abonniert unten meinen YouTube-Channel, Husni Arschraf. Und kommentiert alle bitte mit dem Hashtag Husni Army. Ich würde sagen, haut rein. Peace.